Herr Professor Hülsmann, als VWL-Professor und Vertreter der österreichischen Schule sind Sie auch ein großer Mises-Biograf und Ihnen wurde dieses Jahr am gestrigen Abend auf den Hayek-Tagen 2023 die Hayek-Medaille verliehen. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch und schön, dass Sie es auch geschafft haben, heute einen sehr ausführlichen Vortrag zu halten zu Nebeneffektgütern. Möchten Sie einmal ganz kurz erklären, was Nebeneffektgüter sind und was sie volkswirtschaftlich verursachen? Ja, Nebeneffektgüter sind Güter, die unbeteiligten Dritten zukommen infolge des Handelns einer Person oder einer vertraglichen Zusammenarbeit zwischen zwei Personen. Bei einem Vertrag, da geht es ja darum, die Rechten und Pflichten der beiden Parteien zu definieren. Also da bestehen keine unentgeltlichen Güter zwischen den beiden. Aus dem Vertrag oder aus der Zusammenarbeit können ja Vorteile für andere entstehen. Nicht, wenn ich zum Beispiel mit jemandem, ich bin Ladenbesitzer und ich kehre zusammen mit meinem Kollegen auf der anderen Straßenseite, kehre ich den Bürgersteig, um die Kunden anzuziehen. Davon profitieren auch die Passanten und auch die Stadt insgesamt nicht. Das sind also daneben Effektgüter für diese unbeteiligten Dritten eigentlich. Ja. Das heißt, man könnte das quasi definieren als positive Externalitäten? Ja, ganz genau. Ja, denn das Wort positive Externalitäten vermeide ich, weil es in der mikroökonomischen Theorie als ein Symptom für Marktversagen angesehen wird. Also das ist einfach nur eine rein semantische Frage. Ich versuche einen anderen Begriff zu benutzen, aber eigentlich geht es um positive Externalitäten, die ich bloß eben nicht als Marktversagen ansehe, sondern als wünschenswerte und wichtige Eigenschaft einer freien Marktwirtschaft. Können Sie vielleicht zum Abschluss ein kurzes Beispiel nennen für Nebeneffektgüter, die man sich bildlich am besten vorstellen kann? Wie gesagt, das ist die Sicherheit, die habe ich eben erwähnt. Ehrlichkeit, Gewissenhaftigkeit, mit der man seinen eigenen Aktivitäten nachgeht, daraus entstehen Vorteile für andere. Dadurch, dass man die Wahrheit spricht, wenn man auch von Passanten auf der Straße angetroffen wird. Nicht das alles versteht sich ja nicht unbedingt von selbst, aber daraus entstehen halt eben Vorteile für andere. Dann aus dem Markttausch selber nicht entstehen auch Vorteile für Dritte, wenn ich zum Beispiel, wenn ich Geld horte. Und wenn ich Geld horte, dann entziehe ich einen bestimmten Anteil der Geldmenge dem Umlauf. Dadurch gibt es einen Druck auf die Preise. Die Preise sind also niedriger, als sie sonst gewesen wären. Dadurch können andere Leute zu niedrigeren Preisen einkaufen, als sie es sonst gemacht hätten. Also durch mein eigenes Sparverhalten, das natürlich typischerweise nur an meinem eigenen Nutzen orientiert ist, entstehen Vorteile, handfeste, materielle Vorteile für unbeteiligte Dritte. Vielen Dank für diese Ausführung. Gerne. Und hoffentlich sehen wir uns auf den nächsten Hayek-Tagen 2024. Schönen Tag noch. Wiedersehen.